Hallo und ein recht herzliches Willkommen auf meinem Kanal. Hier ist mal wieder euer Maximus. Ich grüße euch zu einer weiteren Folge Euro Truck Simulator 2. Wir fahren heute hier durch Mexiko mit den K100. Das müssen K100 sein. Ich zeige euch nochmal die Karte. Viva Mexiko. Ja, 113 Meilen. Ja, geht's hier nach Jalpa. Und das ist eine ziemlich große Stadt hier. Die hier. Coole Sache. So, alles klar, wir sind in Mexiko und wir setzen uns in den LKW und wollen natürlich nicht überfallen werden. Darum machen wir unsere Türen zu. Klick, klick. Ja, und Edeltraut haben wir am Start. Wer noch Hunger hat, hier ist noch eine Pizza und ein bisschen was zum Knabbern. Naja, Nervennagung. Oh, Feststellbremse. Und dann geht's los. Ah, ja, ja, ich weiß, der ein oder andere freut sich natürlich wieder, dass wir mit dem LKW durch Amerika fahren. Und zwar Mittelamerika, Mexiko. Und ich dachte, ich werde mir auch nicht so einen neumodischen LKW nehmen, sondern mal einen, der ein bisschen außergewöhnlich aussieht. Das kann man ja durchaus schon sagen, ne? Der ist ja wirklich schon ein bisschen außergewöhnlich. Müssen wir eigentlich lang hier? Hier lang. So. Jetzt müssen wir hier rüberfahren. Wir haben grün. Was ist denn das für ein Auto hier? Um Gottes Willen. Das sind ja Straßen hier. Guckt euch mal den Wagen hier an. Ach, das war grün gewesen. Ich habe gar nicht geguckt. Ich glaube, ich werde den LKW für die nächste Folge auch nochmal nehmen. Man sieht hier, ich habe hier die falschen Reifen oben. Hier an der Seite. Aber gut. Werden wir überleben. Hinter uns ist die Polizei. Eieiei. Die amerikanische Highway Patrol hier in Mexiko. Ja. Ich würde ja fahren, aber es geht nicht. Wir müssen warten. Ah, hier, ein schönes Haus hier hinten, ne? So, jetzt können wir. Ist immer so irritierend, wenn man hier so lang fährt und sieht die rote Ampel, ne? Waren ja immer ganz schön viele Polizisten hier unterwegs, also Polizeifahrzeuge. Ich habe das mal ein bisschen minimiert jetzt. Mal einen Polizeimod rausgemacht. Mit Bussen kann man hier natürlich auch fahren. Hier gibt es auch Frachten dafür. Also Passagiere. Fahre ich überhaupt richtig? Naja, ich weiß jetzt nicht so richtig. Aber ja, wird schon hinhauen. So, warte mal. Wir müssen rüber. Oh Mann, 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 lass mich rüber. Ich komm nicht von hier. Oh, anstrengend. Was? Fahr ich jetzt richtig oder falsch? Nee, fahr falsch. Ach, hier in Mexiko, da ist er. Huch. Ich eier hier auf was rum, ey. Oh. Hier hat die Polizei aber jemanden festgenommen, wa? Los. Hier eine Ladungssicherung oder was? Das sind aber auch Autobahn-Ecken hier. Und ich verfahre mich ja sowieso mal sehr gerne, ne? So,
So, ich hoffe, wir sind jetzt aus dem ganzen Moloch hier raus. Alles Sachen, die ich hier noch gar nicht gesehen habe, also sehr interessant. So. Wie schnell darf ich denn fahren? Ich darf hier 68 fahren, was ist das für eine komische Zahl? Naja, ab und zu sieht man oder hört man doch die Polizei. Aber es war schon mit der Bergstraße echt ein bisschen nervig. Wenn ihr die ganze Zeit irgendwie die Polizei rumjault. So, normalerweise könnten wir ja ein bisschen schneller fahren. Aber wir haben ja eigentlich ein bisschen Zeit. So, was ist denn da hinten los? Was ist denn mit den Wolken da oben los? Die sehen ja cool aus. Was ist denn hier? Was ist denn das hier? Ja, 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 da brauchst du nicht hupen. Ah ja, gut, alles klar. Finde ich cool, sowas. Das stimmt hier, so eine Polizeikontrolle. Ja, wir haben ja bei der Hauptkarte ja eigentlich schon alles so gesehen, ne? Da ist nochmal eine Kontrolle hier. Ja, gerade die Holz-LKWs, die haben bestimmt illegal Holz geschlagen. Und jetzt wollen sie da halt mal schauen, was da los ist, ne? So, wir machen mal 50 Meilen, das ist gut. Dann wollen sie halt mal schauen, was da los ist. Ganz verständlich. So. Aber ich denke mal, wir werden hier noch öfters langfahren, solange wie wir die Erweiterung noch hier haben vom ATS. Oregon. Werden wir wahrscheinlich hier in Mexiko eine Runde rumdrehen. Eieieiei. Bus hat Motorschaden. Oder überhitzt. Was ist denn das hier? Eine Bushaltestelle, wa? Boah, da hat er aber hier zu tun, der LKW. Ja, ja. Ich war noch nie bei KFC. Wisst ihr das? Keine Ahnung. La Valle Nueva. So, was ist denn jetzt los hier? Naja, reißt euch mal hier zusammen. Hier ist ja wohl. Ei, 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 ei. Ja, ist schon sehr amerikanisch geprägt hier, ne? Junge, 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 Junge. Die nehmen es aber sehr, sehr ernst hier mit ihren Sachen hier auf der Straße. So, was ist denn jetzt los hier? Was ist denn mit dem LKW los? Warum fährt denn der nicht weiter? Verstehe ich nicht. Ach so.
Ja, ich kann doch ohne ändern, Mensch. Also Gangsterstraße hier. Schon wieder rot. Warte mal, wo müssen wir lang? Wir müssen dann abbiegen. Ups, wir rollen. Da leuchtet hier irgendwas rein. Ist hier ein Loch drin im LKW? Ey, du hast doch Vorfahrt, du Ei. Ach nee, der wollte rum. Junge, Junge, hier ist aber auch was los. Ja, ein bisschen warten. Und der staut sich und staut. Eieieiei. So. Hin, geradeaus, ja. Willkommen bei den Mexikanern. Ah, das schon, muss ich ehrlich sagen, gefällt mir ganz gut hier. Guck ich mir gerne an hier, dieses Städtchen. Wow. Hier geht's aber mächtig bergauf. Hat da ein bisschen zu tun, der John Boy. Und die Busse. Gut, wir machen wieder Tempomat rein. Wir haben noch 69 Kilometer oder Meilen. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Das zieht sich ganz schön in die Länge. Kann nur sein, dass hier wieder die Abmaße ein bisschen anders sind. Wow. Ja, 50 Meilen schafft er. Ich glaube, um die 400 PS habe ich. 400, 450. Sehr gut, der LKW. Ach, hier gibt es sogar so eine kleine Ab... Ach so, für die anderen Fahrzeuge. Aha. Quasi, wenn man wieder zurückfährt, kann man hier diese kleine Abkürzung nehmen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Wir fahren hier mit 35 Meilen hoch. Die anderen fühlen sich auf jeden Fall sehr, sehr genervt, weil ich vorfahre. Gottes Willen, was haben sie denn hier gebaut? Der LKW, der muss echt mal ordentlich ausholen. Boah, schön hier, ey. Echt klasse. Also wer das noch nicht mal ausprobiert hat und seine Events beim ATS abgeschlossen, der... Oh, was war das jetzt? Das Telefon oder was? Zu schnell gefahren oder was war da los? Ah, da vorne. Meckes.
Oh, muss ich aufpassen, ich habe ja keine Schnauze hier vorne dran. 39 Meilen. Ja, das hält schon ganz schön auf, muss ich sagen. Solche Straßen, aber die sind herrlich. Gut, wir haben auch viel Zeit verloren am Startpunkt, ne? Mit dieser roten Ampel da, diese Linksabbieger, wo wir eben mal geschlafen haben und das nicht mitbekommen haben. Aber jetzt haben wir, glaube ich, den kleinen Berg hier bestiegen. Er klimmt. Hinter uns gelassen. Oh, verdammt! Ach ja, weil hier die Straße kaputt ist. Herrlich! Das erinnert mich so ein bisschen an Russland, ne? Wenn da ab und zu mal solche Straßen sind, die ein bisschen defekt sind. Herrlich, also guckt euch das einfach mal an und genießt das. Hier ist ordentlich was los. Sieht hübsch aus. Ist für mich für ein ATS wirklich die schönste Streckenerweiterung. So, der will ab. So, gut. Da haben wir jetzt unsere Ruhe wieder. Und gleich sind wir da. Meine Güte. Wieso fährt denn der Ochse nicht? Weil da hinten eine Ampel ist oder was? Ja, wollen wir mal schauen, was ist denn da los jetzt? Ach, weil der hier rum will und hier die ganzen Autos kommen. Jetzt. Wo ihr hobelt wird, fallen Späne. Die Dinger werden ja mal größer. Ich kann mir vorstellen, dass es bestimmt auch hier Straßen gibt, die so ein bisschen abseits der ganzen Wege sind. So, was haben wir denn noch? 7 Meilen, da vorne ist es. Na, 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 na. Oh! Gottes Willen! Da war jetzt die Bremse ein bisschen schwach auf der Brust. Aber hier müssen wir aufpassen, jetzt, wo muss ich jetzt lang? Wir müssen jetzt. Da fahrt doch einfach mal die Ochsen. Ach so, wegen diesem Huppel hier wieder. Natürlich Sinn. Das ist schon
eine Strecke, die ist nicht ganz so einfach. Ja, vom Fahren ist es schon, aber... Oh, was war das jetzt? Was klingelt denn hier? Ich erschrecke mich richtig. Ich habe so richtig Kribbeln im Bauch. So. Hier ein Umspannwerk. Gleich hier auf der linken Seite bleiben, ne? Ne, brauche ich nicht. Ich kann hier rüberfahren. So. Ich hätte nicht gedacht, dass das so lange dauert. Die Tour hier. Hätte ich nie und immer gedacht. Huh, aber zufrieden sind wir angekommen. Und ja, ich hoffe, euch hat das hier auch ganz gut gefallen. Was mir? Ja, gut. Und wir werden definitiv noch in der Zeit, wo ich hier Urlaub habe, weil ich nehme es am 1. Juli auf, werden wir bestimmt nochmal mit diesem LKW eine Tour machen durch Amerika. Also wartet ab. Die Tage kommt dann noch was. Ich mache aber erstmal ein Fisch. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye.